So Leute, jetzt gibt es 10 seltsame Dinge, die am Flughafen gefunden wurden. Leute, das Video ist von der Weißen Eule. Schaut gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und go. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Auf Flughäfen gibt es viele Regeln, denn man darf nicht einfach alles mitnehmen. Das stimmt. Trotzdem gibt es Leute, die glauben, dass sie den Zoll überlisten können. Heute zeigen wir dir 10 seltsame Dinge, die man auf Flughäfen findet. Ich bin immer mega nervös, wenn ich bei der Sicherheitsdurchsuchungsding am Flughafen bin. Neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ist schon da, der Daumen hoch. Nummer 10. Das Wartungsteam von Jet Airways in Kalkutta, Indien, führte gerade eine Routinekontrolle eines Verkehrsflugzeugs durch, als es 2 Taschen in der Toilette des Flugzeugs entdeckte. Auf den ersten Blick fanden sie es nicht seltsam, da sie dachten, ein Passagier hätte die Taschen versehentlich zurückgelassen. Bei der Überprüfung des Inhalts entdeckten sie jedoch 24 Goldbarren mit einem Gesamtgewicht von 24 Kilogramm. Eine ziemlich krasse Menge. Den Flugdaten zufolge flog das Flugzeug von Mumbai nach Bangkok, Thailand und kehrte dann für die Nacht nach Kalkutta zurück. Ja, meldete sich, um die Goldbarren zu beanspruchen. Das sind meine Goldbarren, die habe ich da vergessen. Ich war in Kalkutta, hatte ich Geschäftsreise. Die können die mir schicken. Den Verdacht verstärkte, dass die Barren gestohlen worden waren. Im Laufe der Jahre hat die Zahl der Fälle von geschmuggeltem Gold in Indien zugenommen. Das Land wurde sogar als Zielland für den Goldschmuggel ausgewiesen. Die Behörden vermuten, dass jedes Jahr etwa 200 Tonnen Gold ins Land geschmuggelt werden. Ja, der war besser. So, Euli, mach weiter. Ich hab den Ton. 2011 verhaftete der Schweizer Zoll einen Mann am Flughafen Zürich. Die Schweiz. Eieiei. Weil er 6 Kisten mit hunderten von gefährdeten Spinnen bei sich hatte. In diesen sorgfältig verpackten Kisten befanden sich 261 mexikanische Rotknievogelspinnen. Jede in einem kleinen Plastikbeutel verpackt. Diese Spinnenart ist nicht nur vom Aussterben bedroht, sondern auch für den Menschen sehr giftig, sodass es gefährlich ist, sie mit ins Flugzeug zu nehmen. 261 Spinnen, Junge. Du fliegst im Flugzeug, plötzlich der Typ neben dir hat so 260 Spinnen bei sich. Der Mann kam aus der Dominikanischen Republik und wollte die Taranteln einem Schweizer Händler übergeben. Krass. Nach Angaben des Mannes hätte er die Spinnen für etwa 10.500 Euro auf dem Schwarzmarkt verkaufen können. Krass. Die Behörden untersuchten später die Wohnung des Händlers, wo weitere exotische Arten gefunden wurden. 665 Vogelspinnen und 72 fleischfressende Tausendfüßler. Die Spinnen wurden schließlich zu einem Tierarzt gebracht, untersucht und wieder freigelassen. Was denkst du dir eigentlich so als Spinne? Die wurden ja alle scheinbar gefangen, aber chillen die dann einfach in dem Plastikbeutel? Oder sind die... Nummer 8. Die haben. Was auf einem Flughafen in Solihull, England beschlagnahmt wurde, war in der Tat sehr seltsam. Es handelte sich nämlich um einen Riesenkürbis, der so viel wog wie ein kleines Kind. Der Kürbis war etwa 27 Kilogramm schwer und über 1 Meter lang. Junge, der muss im Flugzeug sitzen, der braucht seinen eigenen Platz. Man könnte sich fragen, warum sie einen so großen Kürbis zum Flughafen gebracht hatten. Neben dem Riesenkürbis wurden noch 80 Kilogramm Fisch und 94.000 geschmuggelte Zigaretten gefunden. Außerdem fanden sie 600 Kilogramm Betalblätter, die zum Kauen oder Rauchen verwendet werden können. Die Kisten mit den Blättern waren in einem verzweifelten Versuch, sie durch die Zollkontrolle zu bekommen, falsch etikettiert worden. Die Europäische Union hat inzwischen auch die Einfuhr dieser Blätter verboten. Und was mit dem Riesenkürbis passiert ist unklar. Was meint ihr dazu? Ja, absolut geil. Das mit dem Riesenkürbis ist ja geil. Ein malaysischer Mann hätte es fast geschafft, seine Koffer mit 95 lebenden Boa-Constrictors durch den Zoll zu bringen. Aber weil einer der Koffer so voll war, platzte er auf dem Flughafen von Kuala Lumpur auf. Boa-Constrictors sind Würgeschlangen, die sehr groß werden können. Außerdem hatte der Mann auch eine seltene Nashorn-Viper und eine Matamata-Schildkröte dabei. Diese beiden Tiere können auf dem Schwarzmarkt für hohe Summen verkauft werden. Es wäre jedoch nicht das erste Mal gewesen, dass der Mann beim Schmuggel exotischer Tiere erwischt wurde. Im Jahr 1998 wurde er Berichten zufolge in Mexiko verhaftet und 2001 wurde er zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er mit etwa 300 verschiedenen Reptilien, die er aus Afrika mitgebracht hatte, erwischt worden war. Das finde ich so traurig, weil für die Leute sind Tiere einfach nur so Gegenstände, um Geld zu machen. Das ist halt echt... Also, ich würde lügen, wenn ich ein großer Fan von Spinnen wäre, aber trotzdem tun mir die leid, weil die werden ja auch irgendwie sowas empfinden können wie... Junge, wo bin ich denn hier? Oder, hallo, mir geht's nicht gut. Diesmal musste er jedoch eine Geldstrafe von 53.000 Euro zahlen und wurde zu einer 6-monatigen Haftstrafe verurteilt. Nummer 6. Finde ich gut.
Die nächste Person beschloss, keine Tiere oder Gegenstände zu schmuggeln. Aber der Mann wollte aus dem Land fliehen und beschloss, sich in einen Koffer einzurollen. Hallo! Das nächste Video wurde auf dem internationalen Flughafen Jorge Chavez in Lima, Peru aufgenommen. Der unbekannte Mann bat einen Freund, ihn aus dem Land zu schmuggeln, indem er sich in einem Koffer versteckte. Leider war dies eine schwierige Aufgabe für den Freund, der anfing, nervös zu werden. Dies machte das Sicherheitspersonal misstrauisch. Der Verdacht wurde noch verstärkt, als einer der Spürhunde des Flughafens eine Fährte aufnahm. Der Freund versuchte noch zu leugnen, aber als sie den Koffer öffneten, war es zu spät. Oh nein. Hä, aber warum kann der nicht einfach so fliegen? Darf der nicht fliegen? Ein 58-jähriger unbekannter Vietnamese wurde am Flughafen Domo Dedovo in Moskau, Russland, angehalten, nachdem sein Gepäck kontrolliert worden war. In seinem Gepäck befanden sich 5 Babylemuren und 5 Babyaffen, die er in Weidenkörben aufbewahrte. Nach Angaben des Zolls waren die Tiere offenbar sehr stark im Stress ausgesetzt. Als sie aus den Körben genommen wurden, konnte der arme Kleid, jetzt wird auch noch fotografiert. Mann. Man die Angst und Verwirrung in ihren Gesichtern sehen. Jetzt macht einer der noch Agenten Foto. Versuchte einem der Affenbabys ein Stück Apfel anzubieten, aber sie waren zu gestresst, um zu essen. Obwohl man ihnen Löcher zum Atmen gebohrt hatte, hatten sie weder Nahrung noch Wasser. Der vietnamesische Mann wurde schließlich zur Befragung festgenommen und wird danach wahrscheinlich zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt werden. Vollkommen zu Recht, habe ich auch keinen Nummer Mitleid. Nummer 4. Die armen Tiere. Der Filmklassiker A Nightmare on Elm Street von 1984 ist einer der berühmtesten Horrorfilme aller Zeiten. Freddy Krueger war die Hauptfigur und einer seiner charakteristischen Gegenstände war sein Handschuh. Jetzt gelang es dem Zoll, einen Mann festzunehmen, der eine Nachbildung dieses Handschuhs durch den Flughafen von Atlanta, USA schmuggeln wollte. Der Mann hätte wohl wissen müssen, dass ein Handschuh mit Metallklauen nicht mit ins Flugzeug darf. Ich konnte nicht herausfinden, ob... Ja, aber kann er das nicht in den Koffer packen? ...der Mann eine Geldstrafe erhalten hat, aber der Zoll hat die Sache mit Humor genommen. In einem Kommentar auf Instagram verrieten sie, dass es sicher sei, wieder in der Elm Street zu schlafen, weil Freddy seinen Handschuh am Flughafen verloren habe. Das ist geiler Humor. Nummer 3. Am Flughafen von Bangkok wurde eine Frau dabei erwischt, wie sie ein Tigerbaby aus dem Land schmuggeln wollte. Junge, und auf die aber sorry, wie doof muss man denn sein, wenn man denkt, dass man ein Tigerbaby durch den Zoll bringt? Die Art und Weise, wie sie es tat, wie soll denn das nicht auffallen? Gelungen. Die Frau hatte vor, in den Iran zu fliegen. Aber der Zoll wusste schon beim Einchecken, dass etwas nicht stimmte, denn sie verhielt sich ziemlich unbeholfen. Sie trug einen viel zu großen Koffer bei sich und als er durch das Röntgengerät ging, sahen sie, dass etwas im Koffer versteckt war. Ja, also sie öffneten den Koffer und was sie sahen, waren ein paar ausgestopfte Tigertiere. Beinahe wäre sie damit durchgekommen, aber sie beschlossen, den Koffer genauer zu untersuchen und entdeckten dabei ein lebensechtes, 2 Monate altes Tigerbaby inmitten der ausgestopften Tiere. Die Frau wurde sofort verhaftet und das Jungtier wurde in ein Tierheim gebracht. Wäre die Frau erfolgreich gewesen, hätte der Tiger auf dem Schwarzmarkt für etwa 2.800 Euro verkauft werden können. Nur 2.800 Euro ist so ein... Nummer klar, das ist da sicherlich viel Geld, aber... Der nächste Mann beschloss nicht ein, nicht 2, sondern 94 iPhones zu schmuggeln. Ist das illegal? Er hatte die Handys nicht in den Koffer versteckt, sondern mit Klebeband am ganzen Körper befestigt. Junge, iPhone, jedes Telefon man. War in Folie eingewickelt und dann mit Klebeband auf seine Haut geklebt. Der Zoll fand ihn verdächtig, weil er Schwierigkeiten beim Gehen zu haben schien, als ob er etwas Schweres tragen würde. Da der Mann auch 2 Plastiktüten bei sich trug, beschlossen sie, diese zuerst zu kontrollieren, fanden aber nichts. Als sie ihn aufforderten, durch den Metalldetektor zu gehen, schrillten die Alarmglocken. Ja, man muss doch immer da durch. Der Mann hatte die iPhones tatsächlich gestohlen und beschlossen, sie über Hongkong nach China zu schmuggeln, um sie dort zu verkaufen. Zum Leidwesen des Mannes hatte dies nicht geklappt. Nummer 1. Was denken die denn? Eine Frau, die von Singapur nach Melbourne flog, wurde dabei erwischt, wie sie 51 lebende tropische Fische unter ihrem Rock schmuggelte. Das ist sowas Ähnliches, habe ich schon mal gesehen. Junge. Dieser Versuch wäre beinahe geglückt. Die Fische waren gut in einer speziell angefertigten Schürze versteckt, die sie unter ihren Rock gesteckt hatte. Was denken denn die Leute? Klar, wenn du in Geldnot bist, aber lass doch die armen Tiere in Ruhe. Es schien, dass alles gut geplant war. Doch als der Zoll beschloss, sie zu durchsuchen, hörten sie Geräusche. Junge, vor allen Dingen, wie soll das denn gehen? Ich darf nicht mal mehr als 100 Milliliter durch ein... Klar, überall auf der Welt sind die Regeln wahrscheinlich anders. Aber Junge, hier 100 Milliliter und sie trägt ein halbes Aquarium um die Beine. Fische, die von den Fischen kamen. Die misstrauischen Zollbeamten nahmen sie daraufhin genauer unter die Lupe und fanden in ihrer Schürze 15 mit Wasser gefüllte Plastikbeutel, in denen sich die Fische befanden. Bei einem der Fische handelte es sich um einen asiatischen Gabelbart, eine vom Aussterben bedrohte Art im Wert von bis zu 26.500 Euro. Auch die Wohnung der Frau wurde durchsucht und man fand dort weitere Fische. Sie wurde schließlich zu 9 Monaten gemeinnütziger Arbeit verurteilt.
Denkt ihr, sie hätte mehr verdient? Hast du schon einmal etwas Seltsames auf dem Flughafen gesehen? Lasst es uns in den Kommentaren. Oh, ich hab schon viel lustigen Kram gesehen am Flughafen. Apropos lustiger Kram, die neueste Folge vom Kottbrunner Podcast ist gestern online gegangen. Wenn ihr war in der Spielothek. Früher. Hört's euch einfach an.